Moin, Rüdiger Fuchs, Pastor in Grube aus Holstein. Ich möchte wieder über die Frage nachdenken mit euch. Wie ist Gott? Gestern hatte ich mich kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, ob es diesen lieben Gott überhaupt gibt, den wir als Kinder in unser Herz gepflanzt bekommen haben, jedenfalls manche von uns, oder den sich manche Menschen zusammenstellen wie so ein Patchwork-Schal oder Tuch, indem sie sich nur das, was ihnen gefällt, aus eigenen Ideen und aus anderen Religionen oder so, zusammenstellen zu einem bunten Mosaik. Und ich hatte gesagt, dann lebt man in der Selbsttäuschung und die nächste Krise zeigt, dass dieser Gott gar nicht da ist, den man sich zusammengestellt hat. Und dann stirbt der liebe Gott. Aber wenn es keinen lieben Gott gibt, heißt das nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern nur, dass er anders ist. Andere haben eine andere Vorstellung von Gott. Ich habe nochmal den Apfel mitgebracht. Andere meinen, Gott ist so eine Art Sadist. Daumen drauf auf den Menschen und ihn klein machen, ihn zwingen, seinen Willen zu tun. Oder sie meinen sogar, im Namen Gottes kann man Kriege führen und andere zwingen, ihre Religion anzunehmen. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen und vor allen Dingen, wenn wir Jesus darin zuhören, stellen wir fest, so einen Gott gibt es da gar nicht. Wir Christen haben so einen Gott nicht, auch wenn die Kirche das manchmal nicht gecheckt hat in der Vergangenheit. Und in manchen christlichen Kreisen immer noch Gewalt, Fantasien rumgeistern. Nein, Gott ist anders. Er greift zweifach ein, um das Böse zu verhindern. Erstmal vorher, bevor es überhaupt passiert. In der Bibel wird erzählt, dass Adam und Eva, zwar nicht in den Apfel, aber in die Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen beißen wollten. Also das ist eine schöne Botschaft dahinter. Gott hatte gesagt, esst alles, genießt alles. Das war sein erstes und einziges Gebot. Und danach noch zwei. Bebaut und gestaltet den Garten, den ich euch schenke. Und drittens, beschützt alles, bewahrt alles. Nur eben viertens nicht, spielt nicht Gott und entscheidet selbst, was gut und böse für alles ist. Das könnt ihr nicht. Dafür ist euer Kopf zu klein. Die Menschen machen eben genau das. Sie beißen in diese Frucht. Der Garten geht verloren. Doch stehen sie nun draußen und es wird lebensgefährlich, wie Gott gesagt hat. Das Erste, was Gott macht, er greift wieder ein. Er schenkt den beiden Menschen erstmal, dem Ehepaar Adam und Eva, Felle, damit sie es warm haben und nicht erfrieren. Ihre beiden Jungs, Kain und Abel, leben auch nicht herrlich und vergnügt zusammen. Kain wird neidisch auf Abel und will ihn umbringen. Was macht Gott? Er greift wieder ein und versucht, Kain davon abzuhalten. Leider vergeblich. Kain schlägt Abel tot. Und so geht das immer weiter. Gott versucht, das Gute in die Welt wieder zurückzubringen. Die Menschen machen das Schlechte. Wir Deutschen haben das auch besonders gut drauf gehabt. Gott hat im Vorfeld gesagt, in der Bibel sowieso, Krieg ist nicht, Gewalt will ich nicht. Und dann hat er auch den Deutschen warnende Stimmen geschenkt. Ich habe heute mal ein Bild mitgebracht. Von A. Paul Weber. Das deutsche Verhängnis heißt das Bild. Gemalt 1931, 32. Da hat er A. Paul Weber, wie viele andere auch schon gecheckt, dass der, den die meisten als Führer wählen wollten, nicht Gottes Gebot ist, wie die Mehrheit und die deutschen Christen sagten, also die Mehrheit auch in der Kirche leider, sondern ein Diener des Satans. Und sie warnten davor mit Bildern, mit Worten, mit Schriften, so gut sie konnten. Aber Hitler kam an die Macht. Und Deutschland wanderte in den großen Sarg und nahm fast die halbe Welt erstmal mit. Was machte Gott während des Krieges? Nochmal der Apfel. Nur ein Beispiel von vielen. Er versuchte zu retten, was zu retten geht. Ich kenne die Geschichte von einer Frau, die hatte was ganz Kostbares und das nahm sie auf die Flucht mit zwei Tüten voller Äpfel. Das war damals nicht mit Gold zu bezahlen. Ernährung, wo nichts mehr zu essen war. Und sie versuchte mit anderen von der großen Treppe auf der Flucht vor den Feinden einen letzten, angeblich letzten Zug zu erreichen, um gen Westen zu fliehen. Dabei rissen die Tüten. Viele, viele Äpfel kullerten über die Treppen. Manche blieben bei der Frau und halfen ihr, die Äpfel einzusammeln. Andere latschen drauf und rannten alle weiter zum Zug.
Der Zug wurde bombardiert. Kein Mensch überlebte, außer die, die bei der Frau geblieben waren und mit ihr den Zug verpassten, weil sie Äpfel sammelten. Es kam dann noch ein Zug und diese alle wurden gerettet. Und die Frau sagte immer, ich dachte erst, mir passiert ein Unglück. Aber dann habe ich gesehen, dass Gott durch den Riss der Tüten viele Menschen gerettet hat. Also ich glaube, dass Gott so ist, wie es 1. Mose 50 20 heißt, wenn Menschen Böses auf der Welt tun oder einander antun, versucht Gott wieder Gutes draus zu machen. Und das Liebste, was er tut, er versucht vorher uns das Gute zu sagen, zum Beispiel die 10 Gebote, damit wir erst gar nicht leiden. Ja, ich wünsche uns viel Erfolg dabei, auf Gott mehr zu hören denn je in unserer Zeit und nicht auf die Seite derer zu rutschen, die in diesen Tagen ungeduldig und aggressiv werden. Man hört ja von steigender häuslicher Gewalt. Ich habe gehört, dass Menschen andere Menschen beschimpfen, weil sie sagen, weil ihr Corona hattet, verlieren wir unsere Arbeit oder ähnliches. Ist natürlich Nonsens. Eine Konfirmandenmutter sagte mir gestern am Telefon, wir sitzen alle in einem Boot, wir müssen alle füreinander aufpassen und miteinander diese Zeit schaffen. Gott segne uns dazu, denn er ist ein guter Gott. Kein lieber und kein harmloser Gott, aber ein liebender Gott. Vergiss es nie.